So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, was haben wir in der letzten Aufnahme gelernt? Drachen verarschen uns. Wir verrecken an Krabben und sollten immer den Blick im Rücken haben. Ja, jetzt gehen wir erstmal los, das komische Horn vom Jürgen zu holen hier. Vom Jürgen Windrufer. Aber Gold nehmen wir zwischendurch auch nochmal mit. Okay. Gut. Kündigen wir uns doch mal an. So. Wir melden uns mal an hier. Ah, das war schon der erste. Das ist ja cool. Einfach mal rein hier. Oh, so können wir ein bisschen Bogenschießen skillen. Sehr schön. Ach, siehste, apropos skillen. Das Level-Up wollte ich gleich mal eben machen. Na komm. Ah, sehr schön. Durchsiebt. So, haben wir nochmal ein, zwei Punkte gut gemacht. Im Bogenschießen. Zaubertrank, Zaubertrank. Und Gold und Knochen her. So. Lydia, Mensch, oh Lydia, du siehst gut aus in der Rüstung. Haben wir gut hinbekommen. Augen offen halten und noch hier die Toten plündern. Ja, die Waffen und Rüstung nehmen wir jetzt nicht mit, das rentiert sich nicht. Den nehmen wir mit. Ja, versuchen wir mal, ich weiß nicht, ob wir die noch entzaubern können. Erstmal hier plündern, dann nehmen wir jetzt gleich die Leichen nochmal vor, aber erstmal, so, nehmen wir mit, sehr schön. Die Ausdauertränke können wir vielleicht mal, nehmen wir auch mal mit. Und den nehmen wir mit. Sag schnell, die Ausdauertränke mal irgendwie auf Hotkey legen. Nee, das brauchen wir nicht. Gut, das scheint es hier auch schon gewesen zu sein. Aber wir können mal eben gucken. Nee. Okay. Dann gehen wir hier mal ums Eck. Mal einen Quick Save. Das war ich aber nicht. Okay, das nehmen wir mit. Den auch, den auch, den auch. Kann man verschachern. So. Na, wir nutzen mal unsere Fähigkeiten mit dem Bogen. Na, Lydia. Na, siehst du, so kriegen wir noch ein paar Pünktchen im Bogen schießen. Lydia. Okay. Sehr schön. Na, siehst du. Die haben wir ausgeplündert. Dann fangen wir hier an. Nee, Nordschwerter brauchen wir nicht. Oh, gut, dass die Roben nichts wiegen. Ist das eigentlich mit dem Field of View richtig eingestellt? So, ich glaube, das ist ein bisschen bequemer. Na, wer hat denn hier so viele Pfeile rumliegen lassen? Hallo? Na, können wir nicht mitnehmen? Okay. Amethyst, Gold. Den nehmen wir auch mit. Wunderbar. Mensch, da ist ja ein bisschen was dabei hier. Den Nordpfeil und den Flammenstab. Hä, was ist denn hier los? Das war ich aber wirklich nicht. Schwarzdornmet. Da hinten ist noch ein Heiltrank. Bisschen Gold. Feuersalze, Gold. Ja, komm, zum Verkaufen. Zum Verkaufen ist das okay.
Ich glaube, hier in dem Raum kommen wir raus, wenn wir nachher fertig sind. Aber trotzdem nehmen wir jetzt hier schon mal alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Ach, die ist ja leer. Ich muss mir mal angewöhnen, darauf zu achten. So, da ist immer ein bisschen Kleingeld drin. Und auch mal ein Ring. Naja, toll, da passen wir nicht durch. Lydia, komm, wir müssen außen rum. Ich glaube, da irgendwo kommen wir dann wieder raus. Oder was hier? Leer, leer, leer. Oh, ne. Ganze 5 Gold. Na gut, aber so zwischenzeitlich ist dann doch mal was drin, wo es sich echt lohnt, nochmal einen Blick reinzuwerfen. Leer. Urne, da ist was drin. Hey, ganze 2 Gold. Ausdauertrank. So, was haben wir hier? Illusion. Oh, Wiederherstellung verbessert. Auch okay. So, damit haben wir hier erstmal. So, jetzt haben wir da mal. Und jetzt wieder raus hier, Lydia. Müssen wir schauen, wo es hier lang geht. Die haben nix. Na gut. Instinkte sagen, ich will hier lang. Okay. Oh, müssen wir gleich mal eben die alte Nordaxt weghämmern. Gold, 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 Gold. Das war's. Dafür bin ich jetzt hier um die Ecke gegangen. Na gut, dann schmeißen wir mal eben die Nordaxt weg. Weg damit, aber wir haben auch noch so einen komischen Teller, den können wir auch mal eben. Teller. So. Ah, jetzt machen wir mal eben das Level ab. Gesundheit. Noch einen auf Gesundheit. Und einen auf Ausdauer. Oh, noch einen auf Gesundheit. Gut. Ja, haben wir ein bisschen was zu tun hier. Redekunst, Taschendiebstahl, Schlossknacken, Schleichen, leichte Rüstung, Schießen, Zweihänder. Da können wir noch nichts machen. Da auch nicht. Was braucht das hier? Und können deine Gegner enthaupten? Oh, klingt gut. Da brauchen wir aber Zweihandwaffen 50 für. Schwere Rüstung. Den machen wir auf jeden Fall mal. Zusätzlicher Rüstungsbonus. 50% weniger zurückstoßen, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Den haben wir schon. Ah, die machen es einem aber auch nicht leicht hier. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Schmieden brauchen wir auch nichts. Hälfte Magiker. Dann gehen wir mal lieber hier. Ja, Schlossknacken bringt es uns jetzt aber auch nicht. Schießkunst auch nicht. Boah. Angriff mit 2 Hindern. Machen wir das. Und dann haben wir noch einen. Stählerne Fäuste. Naja, wir boxen uns ja doch das ein oder andere Mal, aber so ausschlaggebend ist das jetzt auch wieder nicht. Was haben wir denn hier? Enthalten zusätzliche Magiker. Von Rüstungen sind effektiver. Feuerverzauberung.
Ach komm, dann nehmen wir hier einfach den zweiten Punkt noch, was soll's. So, musste mal gemacht werden. Kann man jetzt von halten, was man möchte. Aber ehe wir nicht die entsprechenden Skillpunkte haben. Nein. Oh, der zaubert. Ja, den kann man mit Lydia da vorne spielen. Lydia. Was? Das ist zu blöd, mit dem Bogen umzugehen, oder was? Wollte schon sagen. Na gut, wir bleiben dann mal doch lieber bei unserem Frostbite. Ich glaube, da sind wir definitiv effektiver. Na, hast aber gut gemacht, Lydia. Da nehmen wir nichts von mit. Die Nordpfeile stecken wir uns wieder ein. Hier ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Wenn ich aufstehe, laufe ich auch ein bisschen schneller. Ich laufe jetzt auch mal hier lang. Oh, ich glaube, hier müssen wir weiter. Achso, das ist nur eine Grabkammer. Ja gut, dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Hopp, hopp, hopp. Pferdchenlauf, Galopp. Alles mitnehmen, solange wir noch Platz in der Tasche haben. Ah, gut. Jetzt habe ich gedacht, uns kommt hier irgendwas entgegen. So, mal ein bisschen hier respektlos, rücksichtslos. Hustengraf, Tiefengewölbe. Na gut. Dann gucken wir uns mal an, was uns da erwartet. Weiß auch gar nicht, ja, ich muss unbedingt mein Display auf der Tastatur reparieren. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. Lad, 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 lad. Na gut, erster Ladebalken in dieser Aufnahmesession. Da darf er gerne ein bisschen länger laden. Was? Ja, wie was? Ich habe gesagt, er darf ein bisschen länger laden. Hör doch mal zu, Mädel. So, wir versuchen es jetzt einfach mal so ein bisschen vorpreschenderweise. Gucken mal, wie weit wir damit kommen. Okay. Wer hört hier rum? Na? Hey! Oh, okay. Die Nordpfeile nehmen wir mal mit. Ich glaube, hier wäre derselbe Weg gewesen. Naja. Oh, 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 oh. Da lädt er sich gerade aber einen weg. Eieieiei, krieg dich mal wieder ein. Das haben wir so aber auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Haben wir noch nicht gesehen, sowas. Sieht auf jeden Fall gut aus. Aber... Oh! Oh. Hm. Na. Wirklich. Mei, wo gehen denn die Frames hin? Macht mein Rechner gerade Mittagspause? Boah. Alter Finne. Warum kriegt er sich denn jetzt hier nicht ein? So groß ist das hier doch gar nicht. Na? So. Schlagen darf's mich ruhig. Es gilt meine Rüstung. Dann hier lang. Hoffen wir, dass die Frames sich jetzt so wieder fangen. Schönen guten Tag. Na komm schon. Meine Fresse. Ehrlich, machen wir mal so. Ich hoffe ja, dass das noch hinhaut. Eins, zwei, zack.
So, hier wachen doch jetzt bestimmt gleich 75 Viecher auf, ne? Das riecht doch nach Falle. Aber egal, wenn es nach Falle riecht, sind wir erst recht dabei. Okay, zu ruhig. Eindeutig zu ruhig. Lydia, wir gehen nicht hier hinten raus, wir gehen vorne rum. Na gut, jetzt sind wir wieder bei runden 30 Frames. 25, 30, immer mal so rauf und runter. Lavendel nehmen wir mal mit. Gut, okay, zumindest scheint die Gefahr hier gebannt. Hier scheint also nichts mehr rumzufleuchen, was uns an den Kragen will. Ja, da wären wir jetzt gleich rausgekommen, oder jetzt gerade. Aber folgen wir einfach mal dem Weg. Irgendwo wird er uns schon hinführen. Okay. Weiter, 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 weiter. Wir haben noch keine Zeit. Okay. Es. Sind aber auch hier lange. Okay. Hier ist Brandmaterial auf dem Boden. Wenn ich jetzt wüsste, dass da welche um die Ecke kommen, würde ich ja den Feuerzauber ausrüsten. Steht auf. Oh, Entschuldigung, Lydia. Wollte halt auch mal ein bisschen. Ja. Könntest du da mal bitte eben aus dem. Boah, diese Frau, ne? Stell dich ruhig da mitten in die Flammen, das macht nix. Wo hast denn du den Toten hin katapultiert? Toter? Ist der das? So. Okay, da geht's offensichtlich weiter. Aber was war denn hier hinten? Da war doch auch noch irgend so ein Fallgitter. Ja. Na? Okay, roch eigentlich nach Falle. Riecht alles nach Falle hier, ehrlich. So, das riecht auch nach Falle. Alchemitisch brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Was macht denn der Hebel? Oh. Achso, ach, mit dem hätten wir eigentlich das erste Tor aufmachen können. Na gut, hat ja trotzdem hingehauen. Bam, 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 bam. Was haben wir hier? Ah, nichts. Ja, Mensch, das lohnt sich doch, hier hochzugehen. So, Quicksave ist dein Freund. Sieht auf jeden Fall cool aus hier. Ja, ich weiß, ich kenne die Höhle, aber cool aussehen tut sie trotzdem. So, jetzt schauen wir doch mal. Da haben wir ein Skelett. Das kriegen wir so aber nicht. Na, so schon Lydia. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall getroffen. Mal gucken, ob wir ihn nochmal... Nein, ach Mensch. Okay. Irgendwo da vor. Da! Guck mal einer an. Trott. Na gut, dann wechseln wir mal auf den Hammer. Ja, das bist du selber schuld, du Dämmlack. Ehrlich. Die Nordpfeile nehmen wir mal mit. Bum, 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 bum.
Ach, schau mal, da sitzt jemand auf seinem hohen Thron. Will ich jetzt hier jedes Skelett durchsuchen? Nee. Boxen wir den hier mal eben um. Oh, das hat ja lange ausgehalten. Na gut, so ein Skelett. Ne? Hm, zack, den nehmen wir auch noch mit. Dann gucken wir mal. Gehen wir mal da oben lang, wo das Skelett war. Ja, ihr könnt auch aufhören, hier mit Flammenbogen zu eiern.